Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Medieval Dynasty und einem Barfuchs im Mittelalter. So, ihr seht schon, die Rosilande ist voll beladen, ich bin voll beladen, sie quietscht auch schon fröhlich. Ich weiß nicht, ob es wirklich fröhlich ist, vielleicht auch eher angestrengt. Und ihr seht, sie läuft relativ langsam. Hier jetzt noch ein kleiner Tipp, den werden die meisten von euch schon kennen, aber das ist mir gerade aufgefallen. Und zwar gibt es ja für uns, wenn wir zu Fuß unterwegs sind, den Trick, wenn wir überladen sind, dass wir, wenn wir gleichzeitig die Pfeiltaste drücken und laufen, dass wir dann schneller werden. Und das gleiche gilt auch für unseren Esel oder natürlich auch fürs Pferd dann wahrscheinlich. Ihr seht also, dann legt sie einen ganz schönen Zahn zu, obwohl überladen. Und ist auf jeden Fall schneller unterwegs, als wir zu Fuß unterwegs wären, wenn wir überladen sind. Noch dazu so doll. Und was mir eben auch aufgefallen ist, ich hatte ja gesagt, dass ich schön fände, wenn sie mehrere Geschwindigkeitsstufen hätte. Und im Endeffekt hat sie die. Denn ich hatte auf meiner Gaming-Tastatur so eingestellt, dass die W-Taste und die Pfeiltaste immer gleichzeitig gedrückt werden, damit ich einfach nie zu langsam laufe. Und genau dasselbe macht natürlich auch der Esel dann im Endeffekt. Sprich, wenn ihr nicht beladen seid, dann flitzt der Esel durch die W- und Pfeiltastenkombination auch schneller, als er normalerweise mit W laufen würde. Jetzt habe ich das geändert, habe den Pfeil woanders hingepackt und dadurch kann ich jetzt auch schön in zwei bzw. drei, wenn sie dann rennt, verschiedenen Geschwindigkeiten reiten. Und das macht auch das Kufennehmen wesentlich angenehmer. So, so viel mal dazu. War jetzt vielleicht ein bisschen viel Text, aber könnt ihr ja nochmal nachschlagen. So, wir bringen jetzt erstmal das ganze Holz nach Hause. Ich weiß gar nicht genau, wie viel ich jetzt bei habe. Ich glaube, es müssten so um die 80 Stämme sein, was natürlich schon eine ziemliche Nummer ist. Na, da ist eine kleine Schwelle. Da wollen wir nicht drüber. Na komm, da gehen wir rum. Wir wollen ja nicht, dass du dir wehtust. So, und da werden wir jetzt unser Häuschen bauen. Ach, sieht das friedlich aus hier. Ich finde es immer wieder schön, egal von welcher Seite man reinkommt. Das sieht einfach friedlich aus. Nicht wahr, ihr beiden? Ich weiß nicht mal, ob ich wirklich Zäune bei den Tieren haben möchte. Ich finde das so schön, wie die hier über den Hof da lang. Und sie gehen ja auch nicht wirklich weit weg. Und da man die Zäune ja nicht wirklich schließen kann, also es ja keine Tore gibt, man könnte sie natürlich einfach rundherum bauen und dann zumachen. Aber da muss man auch jedes Mal reinhopsen. Das finde ich auch nicht so prickelnd. Ich würde sagen, wir bauen zwar Zäune, aber dann eher um die Häuser und so herum, für die Gärten und dergleichen, und lassen bei den Ställen diese Zaunspielereien weg, bis es dann mal irgendwann Tore gibt, vielleicht. Vielleicht haben wir ja das Glück. So, Rosilande, du bist so fleißig gewesen, wir sind angekommen. Ich habe mir jetzt natürlich auch das X auf die Tastatur gelegt, wie sich das gehört. So, jetzt gucken wir nochmal kurz rein, wie viel wir denn hier eigentlich hatten. Also hier haben wir 50 drin, was natürlich schon eine ziemliche Hausnummer ist. Und ich selber habe aber auch nochmal 25 dabei plus 125 Stöcke. Die darf man natürlich auch nicht vergessen. Die wiegen ja auch nicht wenig. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Hauen wir mal mit dem Hammer alles rein, was wir haben. Aber es macht schon wirklich Spaß jetzt dann, wenn man mit dem Esel unterwegs ist oder dann auch mit dem Pferd sicherlich. Weil es doch alles sehr viel einfacher macht. Das Elend war ähnlich zu dem Zeitpunkt, als damals die Taschen rauskamen für das Spiel. Das war genauso ein Gefühl. Man hat dann ja auch unglaublich viel mehr tragen können im Vergleich zu vorher. Nee, so viel nehmen wir noch nicht raus. Wollen wir mal gucken, ob wir mit der Rosinante genug geholt haben, um ein Haus komplett zu bauen aus Holz. Da braucht man ja schon ein bisschen mehr Rundhölzer. Es sieht aber ziemlich gut aus. Da oben brauche ich keins. Da noch eins. Hatte ich den? Die Giebelecke habe ich auch schon zugemacht. Mann, Mann. Fleißig, fleißig. So, da noch. Und da noch. Dann bringen wir jetzt gleich nochmal. Jawohl. So, sehr schön. Dann bringen wir jetzt mal schnell die Stöckchen weg. Kurz warten, Rosinante. Ich bin gleich wieder da. Wir müssen gleich noch Bretter reiten. Also Bretter machen, reiten. Ja. So in etwa zumindest. So, packen wir mal die Stöckchen alle weg. Federn haben wir natürlich auch schon wieder jede Menge bekommen. So. Bretter haben wir noch. 85 Bretter haben wir hier. Meine Güte.
Das ist ja mal ein, das ist aber nicht schlecht. 85 Pelle, ich glaube, da brauchen wir gar nicht nochmal losreiten. 16 sind es pro Stück, oder? Wir verbauen erstmal die 85, die wir hier haben. Und ja, wir gehen da ganz gemütlich an die Sache ran. Glücklicherweise haben wir es ja auch hier wieder nicht sehr weit. Und dann machen wir den Lehmbewurf dran. In der Hoffnung, dass wir genug haben, ansonsten müssen wir selbst noch ein bisschen herstellen. Ich glaube, Material, Ton und Stroh haben wir genug da. Muss ich nochmal gucken, waren es 16 oder 12? 12 sind es. Na gut. 36 pro Seite. 72 sollten wir dann ja locker zusammenbekommen, oder? Ich mich nicht ganz verrechnet habe. Das heißt, wir haben tatsächlich durch den Einkauf der Bretter uns die ganze Arbeit mit dem Brettermachen erspart. Schön. Schön, schön. Und dann stellen wir auch gleich mal bei dem anderen Haus um, wie wir das bauen wollen. Das soll ja ein Steinhaus werden mit einem normalen Bretterdach. Und das soll ja für einen Einzelnen sein. Da werden wir also nur entweder eine Dame oder einen Herrn reinsetzen. Weil ich nämlich auch gerne mal die, ja, könnte man sagen, die Langzeitauswirkungen von Einsamkeit im Spiel erkunden möchte. Sprich, ich möchte wissen, wie der Ruf sich manifestiert, also das Wohlbefinden. So, meine Kleine. Dann können wir dein restliches Holz auch rausnehmen. Okay, das können wir auch anders machen. Wozu haben wir denn ein kleines Eselchen? Und jetzt ist es ohne Pfeiltaste unterwegs. Das sieht doch schon viel gemütlicher aus. Die Kurven sind natürlich immer noch relativ weit und großzügig, aber man kommt nicht mehr so schnell ins Trudeln. So. Ach, ist das schön. Warum ich jetzt mit dem Holz weggeritten bin, ist mir aber auch nicht ganz klar. Das ist ja natürlich jetzt ein bisschen blöd gewesen, denn wir können ja gleich das Holz an das andere Haus ranbauen. Auch wenn es ein Steinholz wird, Steinhaus wird, brauchen wir ja Rundhölzer fürs Dach und so. Machen wir das doch einfach. Wenn wir schon dabei sind zu bauen. So. Oh, das ist auch schön. Man kann schon fast im Galopp absitzen. All die Sachen, die ich dann in meinem Nachhinein erst ausprobiere. Quatsch, nicht das, das. So, was haben wir gesagt? Wir bauen ein Steinhaus. Hier kommt ein Fenster hier rein. Eine Tür. Die sollte auch jedes Steinhaus besitzen. So, wie machen wir den? Den wollten wir ja aus Holz eigentlich machen mal. Einfach mal, um das zu sehen, wie das Ganze wirkt. So. Haben wir jetzt noch? Eigentlich nur noch Wände, oder? Eigentlich nur noch Wände. Ich lasse es jetzt bei dem auch so, wie es voreingestellt ist. Weil ich bei den Kleinen nämlich gar nicht so sicher bin, wo jetzt da die Feuerstelle ist. Hier machen wir das Kleine drauf. Das hölzerne Dach. Übrigens habe ich vorhin festgestellt, als ich in der Nähe von meinem Esel war, direkt neben mir war ein Wiesent. Hat mich nicht angegriffen. Auch den Esel nicht. Bin auch sehr dicht an Schweinen vorbeigeritten. Das mag Zufall sein. Aber ich bin definitiv dichter dran vorbeigeritten, als ich normalerweise, wenn ich vorbeilaufe, Aggro bekomme. Also der Esel scheint dahingehend tatsächlich weniger Aggro zu ziehen. Oh, das ist ja schön. Wir haben ja schon. Stimmt, wir haben ja noch Bretter in der Tasche. Na, da haben wir ja schon. Zack. Eine Hälfte fertig. Das ist doch super. Steintechnisch weiß ich nicht, ob wir es schaffen. Müssen wir mal gucken, wie viel heute gesammelt wurden. So. Dann brauchen wir noch ein paar Bretter. 9 Stück, wenn ich das. Quatsch, 9 Stück. 11 Stück. 11 Bretter brauchen wir und einiges an Steinen. Rosinante, was sagst du dazu? Lass uns doch mal. Warte mal kurz hier auf mich. Ich packe erstmal die Fackel aus, natürlich. So, Moment, wir essen auch mal einen Happen. Ich glaube, das ist mal wieder nötig. So, ist auch ganz gut. Wir brauchen tatsächlich das Essen noch auf. In dieser Jahreszeit, glaube ich.
Und nein, ich habe die Quest nicht vergessen. Ich gucke gleich nach. Steine. So, hat er eigentlich nochmal? Nee, konnte er nicht. War ja nicht genug Zeit. Halt, Moment, ich habe noch Rundhölzer dabei, glaube ich. Wobei, wir brauchen ja noch 9 Bretter. Das heißt 10, also 5 Rundhölzer brauchen wir. Das heißt, wir können nur 3 auspacken. Ach, ist das schön. Wieder ein neues Häuschen. Zwei sogar. Wobei ja die beiden noch nicht fertig sind. Ach, hey, guck mal da. Ich habe eine Seite vergessen. Nein. Ist ja furchtbar. Aber gut. Die zwei, da können wir auch eine Birke fällen. Nicht ganz so schlimm. Ich glaube sowieso, dass wir noch Steine holen müssen. Das wird nicht reichen. Wenn dann nur sehr knapp. Nee. Och je. Wirklich? Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Da ist uns der Bauhammer kaputt gegangen. Der gute Eisenbauhammer. Müssen wir im nächsten Jahr hoffentlich, oder im nächsten Jahreszeit kriegen wir hoffentlich von unserem Schmied wieder die Quest. Aber wir haben ja noch einen. Wir sind ja nicht schlecht aufgestellt, was das angeht. Hat auch seine Vorteile, wenn man die Quests so im eigenen Dorf erledigt oder allgemein die Quests erledigt. Man bekommt ja doch relativ häufig auch mal nützliche Sachen. So. Sag bloß, die reichen. Nee, die Seite ist ja noch nicht fertig gewesen. Mal sehen, wie viel uns fehlen, aber so viel werden es nicht sein. Ist doch gut, Rosina, wir ziehen gleich wieder los. 9 Stück brauchen wir noch. Finden wir auch die schnellen 9 Steine, ist die Frage. Wisst ihr was? Ich werde jetzt schnell die 9 Steine suchen und werde dann noch die Bretter herstellen, die wir fürs Dach brauchen. Und dann treffen wir uns gleich wieder am nächsten Morgen. Nein, nicht am nächsten Morgen. Wir werden noch Bären und Wildschweine. Vielleicht haben wir Glück. Ich hatte da hinten Wildschweine gesehen. Dann nehme ich euch mit. Dann nehme ich euch mit. Die Rosinante lasse ich aber jetzt erstmal da stehen. Ich hatte ein Stück weiter runter hier Wildschweine gesehen. Weil wir müssen uns ja dafür auch ein bisschen beeilen jetzt. Bären und Wildschweine. Auch mal wieder eine schöne Kombination. Vielleicht soll ich auch den Bogen rausholen. Es tut mir leid, dass ich jetzt... Also mit dem Bogen ist natürlich klar. Kann ich die Fackel leider nicht tragen. Habe ich überhaupt Pfeile bei? Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Aber ich denke, es geht ja. Es ist ja nicht finsterste Finsternis. Da, ich wusste doch, ich habe welche gesehen. Das war Nummer 1. Ich dachte, jetzt kommt auf mich zugestürzt jetzt. Sah so aus, oder? Was, das war schon? Noch nie. Neues Niveau in der Jagd. Da fällt mir gerade ein. Ich habe auch noch ein neues Niveau bei... Wir gucken, bei den Fähigkeiten ist noch irgendwas anders freigeschaltet worden. Da waren sie schon, die 3 Schweine. Na wunderbar. Da ist sogar noch ein 4. Das nehmen wir auch noch mit. Wenn es hier schon rumläuft, können wir es auch mitnehmen. Sie sind leicht verdattert in dieser Nacht. So. Da kann ich wieder die Fackel anmachen. Können wir die Wildschweine noch schnell abziehen. Das läuft doch wie ein Länderspiel. Wunderbar. Dann noch ein paar Steinchen sammeln, wobei das können wir natürlich auch am Tage erledigen. Geht ja nur um das eine Haus. Wir könnten dann eher in der Nacht noch den Kalkstein anbringen. Ich glaube, das macht sich nachts einfacher, die Steine zu finden. Zumindest im Sommer. Okay. Das ist so typisch. Ja, man sagt irgendwas und zack, findet man das, was man sucht. Nur das Wildschwein. Wo sind die hin? Da ist Pfeil und da ist Pfeil. Alles klar. Da liegt es. Dann gehen wir die Quest beim Dallebor gleich noch ab. Dann ist das auch erledigt. Da war der letzte. Und da hinten in der Ecke finden wir sowieso eine Menge Steine auch. Bei Baranika. So, die Quest ist ja noch an. Das heißt, wir haben unseren Questpfeil.
Auf zur Rosinante. Zwei Rundhölzer brauchte ich noch. Hier steht das Sägewerk gerade rum. Sägewerk, sag ich schon wieder. Ich möchte es mal Sägewerk nennen. Dann nehmen wir uns kurz die Axt, machen die zwei Birken noch. Oder beziehungsweise die eine Birke für die zwei Rundhölzer. Basteln schnell die Bretter. Ach, das ist aber auch alles hier. Passt genau vom Ablauf. So. Ja. Tut mir leid, dass es ein kleiner Moment dunkel ist. Aber ihr seht es ja. Also ein bisschen was seht ihr ja, glaube ich. Ach, das ist schön. Ja, so langsam kommt richtig Fahrt in die ganze Geschichte. Auch mit dem Anbau und der Ernte. Ich habe übrigens unseren Erntehelfer, nicht unseren Erntehelfer, sondern unseren Scheunenknecht, habe ich noch rausgesetzt zum Anbauen, weil ich ja den Dünger selbst hergestellt hatte und das Tierfutter werde ich dann auch herstellen, aber dazu müssen wir erstmal warten, bis der Roggen gesät ist, damit ich weiß, wie viel von dem Saatgut ich überhaupt benutzen kann. Hallo, meine Süße. Und auf geht's, um die Quest abzugeben. So, jetzt gucken wir uns das nochmal genauer an. Das ist also die normale Laufgeschwindigkeit. Und jetzt drücke ich mal den Pfeil dazu. Und dann seht ihr, dass sie dann ein ganzes Ende mehr abgeht. Und wenn man jetzt noch das Schnellreiten mit dazu macht, das macht nicht mehr so einen großen Unterschied. Aber man merkt es noch ganz leicht. Aber man kann es sich eben auch sparen von der Sache her. Oh, da fällt mir gerade ein, ich könnte ja gleich mal... Wow, mitten im Ritt. Also es geht auch im vollen Galopp, dass man absetzt. Und das Tierchen bleibt dann, wenn man abgesessen ist, auch tatsächlich an der Stelle stehen. Weiter geht's, meine kleine Maus. Oh, ich mag das aber so. Mit der normalen W-Taste, ohne Pfeil oder irgendwas, ohne Speed. Dieses schöne, gemütlich dahin trippeln. Habe ich schon sehr gern. Und wir werden uns natürlich auch ein Pferd zulegen. Einfach nur, um zu gucken. Fällt mir gerade ein, das wollte ich noch ausprobieren. Hui, schade. Ich dachte wirklich, es funktioniert. Wahrscheinlich wird es auch funktionieren. Ich war jetzt wahrscheinlich nur an der falschen Stelle. Also ich wollte über den Zaun springen, gerade. Ach, guck. Unser Questgeber ist Nachtwächter. Nein! Das ist nicht wahr, oder? Habt ihr das gesehen? In der Sekunde, wo ich abgehen will. Das ist so gemein. Ist das gemein? Boah, das ist aber wirklich gemein. Jetzt ärgere ich mich gerade sehr, lol. Aber sowas von sehr doll. Oh. Naja, ist nicht zu ändern, ja. Also man könnte jetzt natürlich auf alten Zähnen... Oh, ich schmier... Nein, sie ist wieder im Stall. Guck, im Wechsel kommen die Tiere dann auch wieder zurück in den Stall. Oh, oh. Ich wollte gerade sagen. Na, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Wie süß ist das denn, wenn sie hier liegt? Ist das drollig? Hast du kein Futter mehr oder was? Doch, hast du noch, bist noch zufrieden. Das ist ja mal hübsch. Tut mir leid, dass ich jetzt so ein bisschen über dich rüberklettern muss, meine Kleine. Ach, ist das ein herrliches Bild. Guckt euch das an. Ist das süß. So. Dann werden wir mal schnell das Fleisch wegpacken. Und dann werden wir mal gucken, was die neue Jahreszeit so an Unheil über uns gebracht hat. In Bezug auf Reparaturen und dergleichen. Auf jeden Fall mal kein Essen mehr. Das ist alles verdorben. Was haben wir hier noch drin? Das nehmen wir gleich mit. 194 mal verdorbenes. Uiuiuiui. Aber sowas Schlimmes kann es nicht gewesen sein. Aber das bringen wir gleich alles runter. So. Hier tratscht schon wieder. Wir gucken gleich auch mal nach, ob es wieder neue Mütter gibt. Man weiß ja nie. So, dann haben wir das weg.
Die Steine können wir auch wegpacken. Stöcker auch. Das. Und dann müssen wir uns natürlich wieder das Neueste essen machen. Jetzt will ich mir aber erstmal ganz kurz den Kalkstein mitnehmen. Der wird ja natürlich nicht reichen. Der Lebenwurf wird auch nicht reichen. Aber vorher gucken wir erstmal ganz kurz. Also erstens hatten wir ja Fähigkeiten gesagt. Da ist ja ein bisschen was passiert. Jetzt haben wir eben fürs Jagen wieder mal einen Punkt bekommen. Fährten lesen. Wollte ich die ganze Zeit jetzt dann mal anmachen. Jetzt haben wir es endlich. Herumtreiber. Weniger Geräusche beim Treiben. Beim Schleichen. Schnelle Bewegung beim Schleichen. Aha. Okay. Ja, das war eigentlich so mein Plan. Erstmal die ruhige Hand für die Fernkampfwaffen. So, und dann haben wir genau in der Landwirtschaft noch was bekommen. Genau, erfahrener Reiter. Genau, da haben wir es doch. Aber wie kann man den benutzen? Den Skill. Pfeifen ruft euer Reittier. Okay, aber wie pfeift man? Muss ich doch glatt weg mal nachgucken. So, das wäre auf jeden Fall erstmal noch. Ich weiß gar nicht, ob es dafür eine Tastaturbelegung gibt. Ich gucke mal eben nach. Ob es für das Pfeifen eine Tastaturbelegung gibt. Pfeifen? Ne, Prüfmodus. Quatsch. Absteigen vom Pferd. Ein Pferd rufen mit G. Alles klar. Mit G. Da muss ich jetzt erstmal sehen, dass ich irgendwo eine Taste freischaufel, aber das braucht man nicht so oft, glaube ich. Bin ich mal gespannt, ob das für die Tatsache. Da ist sie. Atop ist sie an der Stelle, wo sie hingehört. Ist das schön. Jawohl, das funktioniert auch mit einem Esel. Soll noch mal einer behaupten, dass Esel stur sind. So, was wollte ich jetzt? Ach genau, ich wollte gucken, wie weit der Kalkstein reicht. Beziehungsweise der Lebenbewurf, hier in dem Fall. Machen wir erstmal den Lebenbewurf dran. Dann haben wir das schon mal hinter uns. Und dann heißt es natürlich auch, neue Leute besorgen. Ich wollte ja ein paar mehr Männer eigentlich, aber das funktioniert natürlich nicht. Wir müssen ja ein gewisses Gleichgewicht halten. Deswegen müssen wir mal sehen, dass wir nach Möglichkeit in den einzelnen Gewerken, wo mehrere Leute arbeiten können, immer eine Frau, einen Mann haben, damit es nicht ganz so weh tut, wenn eine von ihnen ausfällt. Was muss der reicht genau? Nee, tut er nicht, denn oben die Giebel fehlen noch. Und die Seite hier auch noch, okay. Das heißt, uns fehlen insgesamt, wie viel braucht man da? Okay, 24 Stück fehlen uns. Können wir die schnell herstellen? Also im Moment, erst verarbeiten wir den Kalkstein noch. Der wird natürlich auch nicht reichen, außerdem fehlt uns da mal noch das Dach oben drauf. Das könnten wir natürlich erstmal bauen. Denn da haben wir ja extra das Material geholt. Aber die Rundhölzer haben wir, glaube ich, vergessen. Ne? Da fehlt noch welche. Was, da fehlt? Wieso fehlt denn ein Bett? Ach, ich brauchte ja 11. Stimmt. Hihi. Und Steine war ich auch noch nicht durch. Alles klar. Aber das kriegen wir alles hin. Alles kein Problem. Alles kein Problem. Also Moment, jetzt müssen wir nochmal gucken. Uns fehlt noch ein Brett. Das wird ja im Laufe des Tages sicherlich hergestellt. Und ein paar Steine werden ja sicherlich auch wieder kommen. Das heißt, doch, wir hatten niemanden drin im Bergwerk. Ich weiß, ich sage dann immer Bergwerk statt Grabungsschuppen und so. Aber das sind für mich einfach die naheliegenderen Begriffe. Da haben wir noch ein paar Steine, die habe ich aber gerade selber reingepackt. Haben wir schon wieder ein Brett. Das müsste ja dann schon da. Hammer. Nehmen wir das eine doch glatt weg. So, und dann hätten wir uns jetzt noch oben, glaube ich, zwei Rundhölzer gefehlt, oder? Wir gucken, wir werden sehen, wir kriegen das hin. Ist ja nicht das erste Haus, das wir bauen. So. Erstmal das eine Brett. Zack, da ist fertig. Da fehlt uns nichts mehr. Und steintechnisch fehlen uns hier noch einer. Und schade, 4 Stück noch. Aber die kriegen wir. Das wäre wohl gelacht.
wir keine vier Steine finden. Wäre schon ziemlich traurig. Da müssen wir auch mal bei den Feldern gucken und natürlich nochmal nach dem Tierfutter. Gerade bei den Hühnern war es ja sehr eng schon. Oh, guck mal. Gänseküken sind auch schon erwachsen. Ich muss natürlich auch immer noch gucken. Ich bin mit Sicherheit schon an 100.000 Steinen vorbeigelaufen. Aber das wäre auch noch so eine coole Sache. Die Sicht für Steine. Ah, wobei man die im Winter ja nicht braucht, aber... Guckt euch die Obstbäume an. Da müssen wir ja ein bisschen auslichten. Ein paar Bäume wegnehmen. Aber es soll ja sowieso noch, es soll ja ein Obstgarten entstehen. Dazu würde ich jetzt aber erstmal ein bisschen Geld sammeln, damit wir gleich die Menge an Setzlingen uns holen, die wir brauchen für den gesamten Obstgarten. Und natürlich möchte ich auch im Dorf noch ein paar Obstbäume verteilen, schön. So, jawohl. Hast du das auch erledigt? Dann werden wir mal gucken, wie viel Kalkstein wir haben, für wie viel der reicht. Da warten wir dann einfach ab, bis wir ein bisschen mehr haben und setzen den dann nach und nach dran. Ach so, stimmt, da war ja Lehmbewurf. Genau, so, da fehlen uns jetzt nur noch 10, 22, würde ich sagen. Ach nee, da oben war Lehmbewurf, genau. Dann bauen wir jetzt noch Lehmbewurf. Hier fehlen uns noch die, nee, da fehlt uns nur der Lehmbewurf. Alles klar. Wollen wir mal gucken. Da wir ja momentan niemanden oben eingestellt haben, kann das natürlich auch keiner übernehmen. So, wir brauchten dafür Stroh. Ich habe keine Ahnung, wie viel, deswegen nehme ich einfach mal ein Stück weit was mit. Und wir brauchten dafür Ton. Davon haben wir auch genug da. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Da der Ton aber sowieso nur im Moment zumindest für den Lehmbewurf ist. Komm, Rosinante, wir reiten das Stück. Ich nicht für Tongefäße oder so brauche, ist es da ohnehin egal, wie viel ich verbrauche. Lalalala. Und unser kleines Ferkelchen zieht immer noch seine Bahnen über den Hof. Wie schön. Da haben wir die Ernte eingebracht. Oh. Aha. Dankeschön. Haben, glaube ich, gerade am Sattel festgehangen. Und nein, ich habe es nicht vergessen. Ich weiß. Warum hat er denn noch nicht repariert? Weil ich mit dem Haus so beschäftigt war. Wieso stelle ich jetzt nur 4 Lehmbewurf her? Ach nee, das sind ja 40 Lehmbewurf, genau. Ihr stellt ja dann immer gleich 10 her. Sehr schön. Bitte entschuldigt, vom vielen Reden habe ich schon wieder einen leicht trockenen Hals. Schöner Schluck Kaffee hilft da schon ein bisschen. Hilft natürlich auch ein Tee oder ein Wasser, aber in meinem Fall ist es halt Kaffee, ist die Droge der Wahl. So. Genau. Ich habe ja Stroh, habe ich gerade bei, aber keine Stöckchen. Ne? Ein Stock, der wird nicht reichen. Okay, wir holen ein paar Stöckchen und dann reparieren wir erstmal eine Runde durch, was so zu reparieren ist. Die Rosinante lassen wir kurz hier, weil wir machen jetzt eh den Lehmbewurf dran. Da müssen wir auch gucken wegen Quests. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gibt wieder viel zu tun und wir können neue Einwohner holen. Hier fehlt auch noch der Kalkstein dran. Das muss auch noch machen. Aber das kriegen wir natürlich alles erst nach und nach hin. Das ist auch gut so. Es wird ja keinen Sinn machen, wenn man hier durch das Spiel durchrennt wie ein Wahnsinniger. Macht ja auch keinen Spaß mehr. Und so ein bisschen was an Planung und Überlegung möchte man ja auch einfließen lassen. So, dann können wir hier oben den noch anmachen. Ist auch schön. So. Damit unser zukünftiger Einsiedler sich auch wohlfühlt. So.
Jetzt ist natürlich die Sache, wir hätten ja hier jemanden zu sitzen, wenn er noch da sitzt, müssen wir das mal gucken. Nein, er sitzt nicht mehr da. Jahreszeitenwechsel. Ach, alles ist daneben gegangen. Die Quest ist weg. Unser Gast ist weg. Ach, furchtbar. So, ja, aber jetzt kümmern wir uns erstmal um den Rest hier. Die Ingala ist bei 30% immer noch. Da müssen wir mal gucken, in welchem Haus die wohnt. Aber ansonsten guckt euch das an. Wir haben, wenn ich das richtig sehe, haben wir schon wieder ein Kind. Dobrovoja. Glaube ich zumindest. Aber wer ist die? Ach, das sehen wir ja. Moment. Da können wir gleich gucken. Bedrock und Roberta schon. Roberta? Ist auch nein. Das ist doch unsere Gastwirtin gewesen, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Aber, da haben wir ja Ersatz für. Haben wir uns ja extra geholt. So, mal gucken. Ich glaube ja, ne? Ja, genau. Das ist natürlich nur wieder eine harte Nummer. Boah, das ist nicht zu ändern. Da müssen wir dann jetzt unseren Näher reinsetzen. Der war ja auch ganz betucht. Ganz gut in der Taverne zu beschäftigen. So. Machen wir es einfach so. Ich war jetzt so perplex eben schon wieder, weil es hier wirklich Hand in Hand, also Schlag auf Schlag geht. Ständig hat man hier Kinder und Kinder und Kinder und dessen Kindeskinder kommen ja dann auch noch. Deren Kindeskinder, so, nicht dessen. Gott. Jetzt leidet auch das Deutsch noch. So. Beschädigt. Also der Grabungsschuppen ist beschädigt. Was haben wir noch? Die Schollen ist beschädigt. Tierhaltung ist nichts beschädigt, aber da fehlen uns natürlich jede Menge Angestellte. Taverne und Schmiede ist beschädigt. Okay, das könnte sogar ein Holzbalken sein, den wir brauchen. Erstmal reparieren wir, dann gehen wir durch. Ach je, dann gehen wir durch, was wir so mit den Tieren machen, zwecks Tierfutter. Ich nehme mal zur Sicherheit ein paar Rundhölzer mit. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das könnte durchaus sein. So, Reparaturen. Da oben hätten wir erstmal ein Dach zu reparieren. Das ist noch relativ simpel. Dann haben wir bei der Taverne Reparaturen durchzuführen. Ich hatte ja übrigens letztens gesagt, dass ich die offene Taverne sehr gerne habe. Und ich es schade finde, dass die später geschlossen ist. Und ich habe da von euch ja auch schon Zuspruch bekommen, dass ich sie offen lassen soll. Und das werde ich wohl wahrscheinlich auch tun. Denn es macht ich weiß es nicht ganz genau, denn ich weiß nicht, inwiefern es davon abhängig ist, dass man zum Beispiel Bier und dergleichen herstellen kann. Aber es könnte durchaus sein, dass ich dann frech bin und einfach noch eine zweite Taverne baue. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine Auswirkung hätte. So, jetzt muss ich mal gucken. Also ob die Leute dann eventuell in die andere Taverne lieber gehen. Aber es ist ja nun auch nicht so ungewöhnlich, dass ein Dorf, das ein bisschen länger gezogen ist, auch mal zwei Tavernen hat. Genau, der Grabungsschuppen war noch und das war's. Genau. Die Speicher waren ja alle heile, ne? Ja. Genau. Runter zum Grabungsschuppen, reparieren wir den noch und dann kümmern wir uns erstmal um die Tiere. Ach, da ist der erste Tag des neuen Quartals immer schon ganz gut ausgebucht mit dem, was man so alles zu erledigen hat. Gut, wir haben auch noch ein Haus gebaut, fertig gebaut. Aber so ist das eben. Aber das macht ja das Spiel auch aus irgendwo. So, ich denke, wir haben wieder alles repariert. Dann werden wir mal nachsehen, wie es mit dem Futter aussieht. Ja, vor allen Dingen müssen wir gucken wegen der Aussaat vom Roggen. Ich weiß nämlich nicht genau. Genau, das war nämlich jetzt im Frühling. Da müssen wir jetzt mal schauen, ob der schon ausgebracht ist. Die Gänse haben noch mehr als genug. Da muss ich mir keine Sorgen machen. Die sind bei 70%. Bei den Schweinen habe ich so ein bisschen die Befürchtung, es könnte schnell zu Ende gehen. Denn das sind ja immerhin jetzt 6. Waren das jetzt schon 6? Oder sind es 5? Mal zumachen hier. 5. 5 Schweine, genau. So, Gänserich. Haben wir jetzt zwei Gänseriche. Die sind sogar noch relativ jung. Trotzdem würde ich einen davon verkaufen.
Ich mag das nicht, wenn da mehrere Hähne oder Ganter oder so rumlaufen. Hier, 20%. Und wir haben kein... Was? Nee, wollte ich gerade sagen. Wir haben kein Tierfutter da. Zumindest nicht dabei. Aber wir können ja dann, wenn der Raupen ausgebracht ist... Oha, 17% bei den Schweinen. Das ist das, was ich meinte. Rosinante, was hast du denn dazu? Der Raupen schon gesehen? Ja, ein Glück, der Raupen ist schon ausgesät. Und er hat auch nicht... Ach so, er ist noch dabei. Okay, okay, okay. Da müssen wir abwarten. Ich weiß nicht, ob er sich feldgenau rausnimmt. Müssen wir mal gucken. Wenn jetzt noch Roggen drin ist, können wir davon ausgehen, dass das... Es ist noch Roggen da, aber nur 39. Naja, es ist aber besser als nichts, ne? Haben wir noch Stroh bei? Ich denke schon. Wir könnten natürlich auch einfach mal eine Runde reiten und könnten unsere Samen noch verkaufen, die wir noch haben. Da war ja noch so einiges. Und von dem Geld dann auch ein bisschen Tierfutter noch holen. Ich glaube, das ist gar keine schlechte Idee, bis wir dann mal so richtig drin sind. Mit der Roggenernte gibt es ja jetzt, also mit der neuen Roggenernte gibt es ja dann wesentlich mehr Samen. Dann machen wir das doch einfach mal. Kommt die Rosinante auch mal wieder ein bisschen in Bewegung. Rosinante. Das Zicklein guckt gerade ganz verdattert, weil sie mit dem Namen absolut nichts anfangen kann. Wer von euch in seiner Kindheit Märchen mochte, der wird wissen, woher der Name kommt. So. Nein, ich würde es jetzt nicht verraten. Finde es selber raus. Ich habe es vorhin gerade erzählt. Es kommt... Was heißt wohin? In der letzten Folge habe ich es erzählt. Es kommt vom Don Quixote von La Mancha. Das ist der Name seines Pferdes. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ihr könnt das auch verwechseln mit seinem Getreuen, dass das der Name des Esels tatsächlich war. Aber ich glaube, es war der Name des... Ah, ich bin zu dicht am Stall. Seines Pferdes. Ja, bin ich doch richtig, ne? Mhm. Naja, so ein bisschen was weiß ich noch aus meiner Kindheit. Und ja, solche Sachen habe ich gelesen in meiner Kindheit. Das erklärt auch, warum ich heute hier sitze und solche Spiele mit unglaublicher Leidenschaft spiele. So, unsere Schuhschere brauchen wir noch nicht. Die kommt ja erst, wenn wir Schäfchen haben. Was jetzt übrigens auch bald passieren wird. Also sicherlich nicht mehr in dieser Folge, aber wir könnten eigentlich mal gucken, wie weit sind wir denn in der Technologie. Wir haben ja jetzt den Pferdestall. So, und die Scheune, Stall. Jetzt kommt bald der Pferch. Jawohl. Dann kommt der Kuhstall, dann kommt der Bienenstock und dann kommen Lebensmittellager 3 und Winter fehlt doch aber. Ach nee, der Pferch ist ja für die Ziegen und für die Schafe, richtig? Mhm. Genau. Und da fehlt uns gar nicht mehr viel. Es fehlen nur noch 160, na, ein bisschen weniger. Das ist doch toll. Das ist doch wirklich toll. So, ich glaube, ich habe alles verkauft und habe ein wenig Tierfutter schon erhalten. Da müssten wir aber noch ein bisschen aufstocken. Bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube, die Inga hat auch Tierfutter. Machen wir doch mal einen kleinen Abstecher nach Borovo. Wir haben auch noch eine Quest, die müssen wir auch noch annehmen. Mal sehen, ob es wieder Eisenerz ist. Dann dürfen wir mit der Rosinante ein ganzes Ende reiten. Witzigerweise, darauf würde ich mich dann sogar freuen. So, meine Kleine, komm! Ach, das ist schön. Ja, du freust dich auch, ne? Ich glaube, sie mag den Regen. Ja, das finde ich sehr schön. Da hinten ist auch wieder ein Wiesent. Bei Wiesente. Wiesende. Mein Gott. Ich reite mal richtig dicht vorbei. Das reagiert überhaupt nicht. Also das finde ich schön. Und
ich nehme mal an, das lag vorhin tatsächlich, also zu Beginn der Folge, als ich erzählt hatte, dass ich neben dem Wiesent gestanden habe mit dem Esel, lag tatsächlich daran, dass ich so dicht beim Esel war, dass das Wiesent nichts gemacht hat. Ich denke, wenn ich mich weiter entfernt hätte, dann hätte er mich vielleicht angegriffen. Er oder sie. Ich hätte das gesehen. Was ein Sprung. Na. Das kriegt nur die Rosinante so galant hin. So. Da könnten wir ja eigentlich schon zwei Leute uns suchen. Wer bist du und warum sitzt du hier? Ferdinand. Was hast du mit der Inga gemacht? Du stehst doch sonst immer hier rum. Ganz kurz, Rosinante. Ich bin gleich wieder da. Ich muss erst mal gucken, wo sich die Inga rumtreibt. Ja, Walda hat eine Quest für uns. Da würde ich jetzt allerdings drauf verzichten wollen. Wir haben ein bisschen viel vor. Lena? Ist denn die Inga hin? Nu? Ach, sie soll doch da oben sein. Nu? Habe ich sie übersehen? Also... Die hat sich versteckt im Hühnerstall. Oder hinterm Hühnerstall. Ich weiß es nicht. Zeig mir deine Waren. Gib mir dein Tierfutter. Her mit deinem Leben. So. Ich denke mal, da haben wir erstmal ein bisschen Tierfutter. Für die Schweinchen und für die... Die Hühner brauchten, glaube ich, noch ein bisschen mehr als die Gänse. Denn da geht es relativ langsam runter. So, was brauchen wir denn jetzt? Wir brauchen... Ja, Arbeiter ist klar, aber... Welche Art von Arbeitern? Da hätten wir zum Beispiel die Stanka... Nicht gar. Das hat sie halt so ein bisschen indianischen Touch, finde ich. So, ich brauche deine Hilfe. Ich weiß, ich habe gesagt, wir machen das jetzt nicht, aber würdest du ein paar Pilze und Kräuter bringen? Klar, ich bringe dir welche. Welche brauchst du denn? Die Frage. Pilze und Kräuter, was wir denn haben? Fliegenpilze 4, Röhrenpilze 5 und blättriger Wegerich. Ja, das kriegen wir doch hin. Ich glaube, die wachsen ja sowieso gerade alle. Wir haben ja Herbst. Haben wir Herbst? Wir haben Herbst. So. Gut, dann machen wir das mal klar. Was haben wir denn hier noch zu sitzen? Ah, der Ademar. Der könnte in die Scheune gehen. Oder einer von den Tieren. Eins von den Tieren übernehmen. Das passt doch. Den haben wir sogar schon hochgebracht. Der sieht aber doch tatsächlich nach so ein bisschen 29 Jahren. Das ist doch so ein Einsiedler-Typ, oder? Jetzt mal ernsthaft. Ich glaube, den stecke ich tatsächlich. Ich mag den Namen ja sowieso nicht, wegen eines Films. Deswegen stecke ich den jetzt, der wird Einsiedler. Der darf nie wieder eine Frau haben. So, das hört sich jetzt im ersten Moment gemein an, aber wenn ihr den Film gesehen habt, dann wisst ihr warum. Was? Was? So, einfaches kleines Haus, da kommst du rein und dann kommst du. Wo stecke ich dich denn rein? Was wäre denn am wichtigsten? Stelle finde ich jetzt nicht so schlimm. Weiß jetzt gerade nicht. Ich stecke ihn erstmal mit in die Scheune rein. Weil wir haben nämlich hier auch noch einen Jäger. Also der Nutboy ist ja eigentlich Jäger von Ursprung. Und den würde ich tatsächlich ganz gerne wieder auf die Jagd schicken. Das werden wir jetzt auch gleich mal in die Wege leiten, wo wir schon dabei sind. Nutboar. Raus aus der Scheune. Rein in die Jagdhütte. Als Jäger. So. Dann haben wir wieder einen Jäger und einen Sammler am Start. Das finde ich sehr schön. Außerdem haben wir wieder einen neuen Scheunenmitarbeiter, der sich als Einsiedler verdingen will, beziehungsweise... Oh, Nistanka ist ja... Das sehe ich jetzt erst. Sie ist ja in der Herstellung. Auch wenn der Name etwas... naja. Ich denke da eher in die Indianerrichtung als das andere, was man damit verbinden könnte. Wie weit haben wir dich denn? Noch nicht so weit. Och Gott, ein Snob schon wieder. Da weiß man nie, was man sagen soll. Aber ich habe offensichtlich ein Händchen dafür. Hey, jetzt wird's Adlige gesehen, natürlich. Das ist doch perfekt. Die hauen immer richtig rein bei den Snobs, die Adligen. So, dann hätten wir das auch. Dann haben wir unsere neue
weiß gar nicht, wo stecke ich sie denn jetzt rein? Also, wir hatten ja einige Betriebe, die ganz dringend Bedarf haben. Du kommst ins einfach raus. Bin sehr gespannt. Ich wollte mal ausprobieren, noch einen Mann mit reinzusetzen in das einfache kleine Haus, ob das geht. Ich habe bloß ein bisschen Angst, wenn es geht, dass die sich denn die Köpfe einschlagen da gegenseitig. So, Näherei würde uns fehlen, Werkstatt würde uns fehlen. Ich denke, ich setze sie in die Näherei. So, genau, wunderbar. Dann haben wir das auch erledigt. Alles klar. Ich habe jetzt das Tierfutter. Ich werde jetzt aber trotzdem noch mal kurz rüberreiten nach Gostovia. Das mache ich aber offscreen. Ich will nur Tierfutter holen. Noch ein wenig. Und werde das dann nach Hause bringen. Und dann werde ich auch gleich noch die Fliegenpilz- und Röhrenpilz-Quest machen. Das kann ich ja hier schnell erledigen. Wir haben ja unsere Sicht. Also, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn es so ist, wisst ihr, was ihr machen könnt. Lasst einfach mal ein Like für die Folge da. Und wenn ihr noch nicht abonniert haben solltet und es euch so gut gefallen hat, dann auch gerne ein Abo. Da freuen wir uns natürlich. Das hilft unserem Channel sehr weiter. Alles klar, bis zur nächsten Folge. Ciao.